Hallo zusammen, nach dem kurzen Einleitungsvideo wollen wir doch direkt mal mit einer der wichtigsten Grundlagen starten, um Tensoren zu verstehen, nämlich dem sogenannten Dualraum. Grob gesprochen sind Tensoren zunächst einmal lineare Abbildungen und den einfachsten Fall, den wir uns dabei tatsächlich angucken können, ist genau der Dualraum. Okay, was ist denn das eigentlich? Wir starten mal mit einem beliebigen reellen Vektorraum, einem n-dimensionalen Vektorraum V. Und betrachten sämtliche linearen Funktionen, die von genau diesem Vektorraum einfach in die reellen Zahlen abbilden. Und das zusammen bildet den sogenannten Dualraum V Stern. Wie der Name schon sagt, der Dualraum ist selber tatsächlich auch ein Vektorraum und das lässt sich sehr leicht überprüfen. Vielleicht habt ihr das in Mathe sogar schon mal gemacht oder vielleicht könnt ihr es gerade mal als Übung euch davon überzeugen. Wir können ja zwei lineare Funktionen miteinander addieren, wir können sie noch mit einem Skalar multiplizieren und auch sämtliche anderen Vektorraumaktionen sind sehr leicht überprüft, denn wir bilden ja in die reellen Zahlen ab und somit gilt auch zum Beispiel schon die Assoziativität, einfach wird sozusagen von den reellen Zahlen übernommen und ja, auch alle anderen Vektorraumaktionen. Okay, und direkt die nächste Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum heißt denn das Dualraum? Und das hängt tatsächlich mit der Struktur des Dualraums zusammen und die wollen wir jetzt mal genauer untersuchen. Wie so oft in der linearen Algebra ist es dafür sinnvoll, dass wir uns zunächst einmal eine Basis wählen. Und zwar Basisvektoren e1 bis en aus unserem Vektorraum V eben. Das bedeutet jetzt, wenn wir uns einen beliebigen Vektor V schnappen, können wir ihn eben als Linearkombination genau dieser Basisvektoren darstellen, mit Vorfaktoren Vi. An dieser Stelle werden wir ab jetzt immer die sogenannte Einsteinsche Summenkonvention benutzen. Nochmal zur Erinnerung, was das war, wir lassen einfach das Summenzeichen weg und wissen, okay, der Summationsindex kommt doppelt vor, wir summieren also. Wenn euch das irgendwie noch komisch vorkommt, verlinke ich an dieser Stelle nochmal mein Video aus dem letzten Semester. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Die Besonderheit, die wir jetzt immer beachten müssen, ist, ab jetzt benutzen wir die einsteinsche Summenkonvention nur noch, wenn ein Index oben steht und einer unten. Warum das so wichtig ist, wird, denke ich, in einem der nächsten Videos nochmal klarer. Aber zunächst einmal akzeptieren wir das jetzt einfach. Die einsteinsche Summenkonvention wird benutzt, wenn ein Index oben und einer unten steht. Okay. Gehen wir weiter. Wir schnappen uns jetzt mal einen beliebigen solchen dualen Vektor, eine solche lineare Abbildung aus dem Dualraum und wenden sie einfach auf unseren beliebigen Vektor V an. Wie gesagt, der lässt sich als diese Linearkombination darstellen, aber diese Vi sind ja einfach nur reelle Vorfaktoren. Wir können sie also nach der Linearität aus unserem F vorne rausziehen. Okay, aber das heißt, was wir jetzt haben ist, unser f von v ist einfach eine Linearkombination aus diesen f angewendet auf die Basisvektoren mal eben unsere Vorfaktoren vi. Aber dieses f angewendet auf die Basisvektoren ist jetzt einfach eine reelle Zahl. Die Basisvektoren werden ja in die reellen Zahlen abgebildet. Das bedeutet, diese reelle Zahl, der geben wir jetzt mal den Namen fi und somit ist unser f von v einfach darstellbar als diese Vorfaktoren vi mal eben genau diese Komponenten fi. Okay, aber das heißt, dass unsere Funktion f jetzt nur durch diese fi schon eindeutig bestimmt ist. Denn dieses v war ja völlig beliebig. Und wenn wir irgendeinen anderen Vektor hier einsetzen würden, was würde sich ändern? Naja, diese fi würden genau gleich bleiben. Die sind ja durch die Basisvektoren bestimmt. Nur diese Vorfaktoren, Vi, wären jetzt anders. Aber wie gesagt, die Vi hängen nur von dem Vektor ab, den wir da einsetzen. Aber das heißt wirklich, unsere Funktion ist durch diese Fi schon eindeutig festgelegt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber jetzt, dass wir uns eine solche Funktion f schon eindeutig dadurch definieren können, indem wir nur diese Fi festlegen. Nur bestimmen, was machen diese Funktionen mit unseren Basisvektoren. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen uns ein Set von Dualvektoren ej definieren, mit oberen Indizes, also das heißt duale Vektoren e1 bis en. Und
Von der Notation her sieht das jetzt ein bisschen so ähnlich aus wie unsere Basisvektoren des ursprünglichen Vektorraums. Und das ist auch Absicht. Also diese linearen Funktionen EJ definieren wir uns jetzt wie folgt. Und zwar legen wir fest, wenn wir den i-ten Basisvektor da einsetzen, soll genau das Kronecker-Delta rauskommen. Das bedeutet also, wenn unser i gleich j ist, kommt genau 1 raus. Wenn i ungleich j ist, kommt genau 0 raus. Das heißt zum Beispiel E1 von E1 wäre 1, E1 von E2 wäre hingegen zum Beispiel 0. Beziehungsweise diese Bedingungen können wir auch in dieser Notation hier aufschreiben, dass die i-te Komponente unseres Dualvektors EJ einfach gleich das Kronecker-Delta ist. Okay, auf diese Art und Weise haben wir also ein eindeutiges Set an Funktionen bestimmt, eindeutig festgelegt. Und ich behaupte jetzt, dass diese E1 bis EN eine Basis des Dualraums bilden, die sogenannte duale Basis. Naja, behaupten kann ich viel, wenn der Tag lang ist. Wir wollen diese Behauptung doch jetzt einfach mal überprüfen. Dafür als kleine Erinnerung, was ist denn überhaupt nochmal eine Basis? Eine Basis ist einfach ein linear unabhängiges Erzeugendensystem. Das heißt, genau das überprüfen wir jetzt mal. Fangen an damit zu zeigen, dass es sich hierbei tatsächlich um ein Erzeugendensystem handelt. Und zwar, das bedeutet, und das behaupte ich jetzt, dass wir jedes beliebige f aus unserem Dualraum darstellen können als eben eine solche Linearkombination unserer dualen Basisvektoren. Okay, und um das zu überprüfen, können wir einfach schauen, was passiert denn, wenn wir diese beiden Funktionen jeweils auf unsere Basisvektoren anwenden. Wir schauen also, was passiert, wenn wir die linke Seite auf die Basisvektoren anwenden, was passiert, wenn wir die rechte Seite auf die Basisvektoren anwenden. Und wenn da genau das Gleiche rauskommt, müssen schon beide Seiten genau gleich sein, weil wir haben ja eben gesehen, eine lineare Funktion ist nur durch die Basisvektoren schon eindeutig bestimmt. Okay, wenn wir die linke Seite auf unseren Basisvektor EI anwenden, dann kommt da per Definition einfach dieses FI raus. Genauso hatten wir das FI vorhin definiert. Spannender ist, was passiert mit der rechten Seite? Okay, wenden wir die mal auf unseren Basisvektor EI an. Okay, zunächst einmal, wir benutzen die Linearität hier und ziehen sozusagen das FJ vorne raus, das ist ja nur ein Vorfaktor, müssen also nur noch das EJ auf das EI anwenden. Aber hier kommt jetzt unsere Eigenschaft hier ins Spiel. Unsere Funktion EJ hatten wir ja genauso festgelegt, dass da jetzt das Kronecker-Delta rauskommt. Okay, aber FJ mal das Kronecker-Delta, IJ, was bleibt nur noch übrig? Naja, das FI. Warum? Dafür verlinke ich hier auch nochmal das Video zum Kronecker-Delta. Okay, aber damit haben wir tatsächlich gezeigt, die linke Seite ist gleich der rechten Seite, denn mit den Basisvektoren machen sie genau das Gleiche, beides Mal kommt genau FI bei raus. Gut. Es handelt sich auf jeden Fall also schon mal um ein Erzeugendensystem. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass dieses auch linear unabhängig ist. Lineare Unabhängigkeit, was war das nochmal? Das bedeutet, wenn wir uns eine beliebige Linearkombination aus diesen EJ mal schnappen und diese Linearkombination soll wirklich beliebig sein, diese AJ sind irgendwelche reellen Zahlen und wir fordern, dass da gleich 0 rauskommt. Die lineare Unabhängigkeit bedeutet jetzt, dass aus dieser Forderung direkt schon folgt, dass sämtliche AJ 0 sein müssen. Und genau das müssen wir jetzt eben überprüfen. Dafür machen wir wieder genau das Gleiche. Wir wenden diese Linearkombination hier einfach mal auf unsere Basisvektoren EI an. Aber wir haben ja schon gefordert, dass diese Funktion hier 0 ist. Also kommt auch auf jeden Fall 0 raus, wenn wir sie auf EI anwenden. Andererseits können wir jetzt aber auch hier wieder das AJ als Vorfaktor erstmal rausziehen und müssen wieder EJ auf EI anwenden. Wir haben wieder das Kronecker-Delta, das heißt, hier kommt genau AI raus. Aber damit haben wir jetzt schon gezeigt, AI ist gleich 0 und zwar für jedes I.
jedes dieser Vorfaktoren AI ist gleich 0 und somit ist tatsächlich auch die lineare Unabhängigkeit bewiesen. Und zusammen wissen wir jetzt also, dass diese Funktion IJ tatsächlich eine Basis des Dualraums bildet, die duale Basis. Okay, was haben wir damit also erreicht? Wir haben in unserem ursprünglichen Vektorraum V eine beliebige Basis uns ausgesucht und bekommen durch diese Bedingung hier direkt schon eine Basis im Dualraum automatisch zugeordnet. Wir hatten im ursprünglichen Vektorraum n Basisvektoren, also haben wir auch im Dualraum n Basisvektoren. Das bedeutet aber schon, unser Dualraum ist genau wie unser ursprünglicher Raum ein n-dimensionaler Vektorraum. Okay, ist schon mal schön. Wir haben aber sogar noch mehr. Durch diese eindeutige Zuordnung der Basisvektoren, der ursprünglichen Basisvektoren und der dualen Basisvektoren, durch diese eindeutige Zuordnung können wir jedem Vektor aus dem ursprünglichen Vektorraum auch einen dualen Vektor zuordnen. Wir haben also einen Isomorphismus zwischen diesen beiden Vektorräumen. Nur ist dieser Isomorphismus auch eindeutig? Leider nein. Denn wir hätten uns ja eine völlig andere Basis in unserem ursprünglichen Vektorraum aussuchen können und hätten dann dabei auch eine völlig andere duale Basis, die uns dabei dann durch die Bedingung gegeben würde. Dabei würden wir aber eine völlig andere Zuordnung dann von unserem Vektorraum zu unserem Dualraum schaffen. Okay, schade. Ist der Name Dualraum also wirklich gerechtfertigt? Ich würde an dieser Stelle erstmal sagen, nein. Aber tatsächlich können wir noch einen Schritt weitergehen. Wie haben wir überhaupt nochmal angefangen? Wir sind gestartet mit einem beliebigen Vektorraum V und haben betrachtet sämtliche linearen Abbildungen, die V in die reellen Zahlen abbilden. Und das war unser Dualraum. Jetzt haben wir aber gerade schon festgestellt, dass auch dieser Dualraum selber wieder ein Vektorraum ist. Aber das bedeutet, wir könnten auch den Dualraum von unserem Dualraum betrachten. Das heißt, sämtliche linearen Funktionen, die jetzt eben den Dualraum in die reellen Zahlen abbilden. Und das nennen wir den sogenannten Bidualraum, V Stern Stern. Okay, warum das Ganze? Das kommt sofort. Und zwar schauen wir uns jetzt mal Folgendes an. Wir schnappen uns jetzt einfach mal einen beliebigen Vektor V aus unserem ursprünglichen Vektorraum und definieren uns folgende Funktion. Sie soll sich, V-Schlange, sie soll sich einen beliebigen dualen Vektor F schnappen und diesen in die reellen Zahlen abbilden, indem einfach der Vektor V in F eingesetzt wird. F von V ist ja per Definition eine reelle Zahl. Somit wird durch diese Abbildung V-Schlange tatsächlich ein beliebiges F in die reellen Zahlen abgebildet. Ist das Ganze linear? Tatsächlich schon. Denn wenn wir hier mal eine Linearkombination aus dem Dualraum einsetzen, also Lambda mal F plus μ mal G, naja, per Definition erstmal, wenn wir V-Schlange darauf anwenden, wird also einfach unser V darin eingesetzt. Aber an dieser Stelle können wir einfach die Linearität benutzen, weil das sind ja jetzt einfach lineare Funktionen. Und wenn wir die auf V anwenden, ist das einfach gleich Lambda mal F von V plus μ mal G von V. Aber das F von V ist ja jetzt genau das Bild unter dieser Funktion V-Schlange. Also V-Schlange von F ist genau F von V, beziehungsweise V-Schlange von G ist genau unser G von V. So ist das ja definiert. Aber damit haben wir hier tatsächlich die Linearität nachgewiesen und somit ist unser V-Schlange tatsächlich ein Element des Bidualraums, was sich also einen Dualvektor aus dem Dualraum schnappt und diesen linear auf die reellen Zahlen abbildet. Tatsächlich war jetzt aber das V hier, was wir uns eben geschnappt haben, aus unserem Vektorraum völlig beliebig. Wir hätten uns auch einen komplett anderen Vektor aussuchen können, zum Beispiel W, und hätten dann auch zu diesem Vektor W auf genau die gleiche Art und Weise eine Funktion W-Schlange zugeordnet bekommen gekriegt, welche dann eben in unsere Funktion F nicht V, sondern W einsetzen würde. Und auf diese Art und Weise können wir also jedem beliebigen Vektor V einen Vektor aus dem Bidualraum zuordnen, nämlich V-Schlange, welches eben diesen Vektor V in
unsere Funktion aus dem Dualraum einsetzt. Also auf diese Art und Weise bekommen wir eine eindeutige Zuordnung und diese Zuordnung nennen wir jetzt mal f. Und ich behaupte, diese Funktion f ist jetzt zum einen selbst auch wieder linear. Das ist jetzt nicht schwer zu überprüfen, das ist genauso einfach wie hier. Außerdem ist diese Zuordnung aber injektiv. Und das sehen wir wie folgt. Wir schnappen uns zwei Vektoren aus dem Vektorraum, sodass jetzt die Funktionen V-Schlange und W-Schlange tatsächlich genau gleich sind. Und um die Injektivität zu beweisen, müssen wir jetzt zeigen, dass daraus schon folgt, dass V gleich W ist. Aber das werden wir jetzt tatsächlich auch sehen. Denn wenn V-Schlange gleich W-Schlange ist, bedeutet das, egal welchen Dualvektor f wir uns schnappen, V-Schlange von f ist gleich W-Schlange von f. Die beiden Abbildungen sind gleich, also sind auch deren Bilder immer gleich. Okay, aber V-Schlange von f ist ja genau f von v. W-Schlange von f ist genau f von w. Das bedeutet, für einen beliebigen Dualvektor ist f von v gleich f von w. Gut. Jetzt können wir aber das f von w noch auf die andere Seite rüberziehen und dann die Linearität von f benutzen. F ist linear, es ist ja aus dem Dualraum. Somit gilt, auch wieder für ein beliebiges f, dass f von v minus w gleich 0 ist. Aber damit haben wir jetzt quasi gewonnen, denn wenn eine beliebige Funktion f, eine beliebige lineare Funktion f, unser v minus w auf die 0 abbildet, dann wissen wir schon, dass v minus w selber gleich 0 sein muss und somit v gleich w ist. Tatsächlich ist diese Zuordnung f also injektiv. Aber unser ursprünglicher Vektorraum v hatte ja per Definition die Dimension n. Wir haben aber eben gesehen, der Dualraum v Stern hat auf jeden Fall genau die gleiche Dimension wie der ursprüngliche Vektorraum selber. Aber somit hat auch der Bidualraum die gleiche Dimension wie der Dualraum, also auch ebenfalls die Dimension n. Aber wir wissen aus der linearen Algebra, daran müsst ihr euch jetzt mal erinnern, wenn wir eine injektive Abbildung haben von v nach in irgendeinen anderen Vektorraum und diese beiden Vektorräume haben aber die gleiche Dimension, dann ist diese Abbildung auf jeden Fall nicht nur injektiv, sondern sogar schon bijektiv. Aber das heißt, wir haben auf diese Weise einen eindeutigen Isomorphismus zwischen unserem Vektorraum V und unserem Bidualraum V Stern Stern. Was genau meine ich denn jetzt mit eindeutigem Isomorphismus? Naja, wir hatten vorhin schon einen Isomorphismus zwischen V und dem Dualraum V Stern gefunden, indem wir die duale Basis verwendet haben. Allerdings hing dieser Isomorphismus konkret von unserer Basiswahl ab. Wenn wir eine andere Basis wählen würden, bekämen wir auch eine andere duale Basis und würden so einen anderen Isomorphismus, eine andere Zuordnung erhalten. An dieser Stelle haben wir allerdings an keinster Weise irgendeine Basis benutzt. Der Isomorphismus, den wir gerade definiert haben, überzeugt euch davon nochmal, spult gerne nochmal kurz zurück, aber der ist völlig basisunabhängig, er ist völlig eindeutig. Deswegen spricht man auch von einem natürlichen Isomorphismus. Aber das bedeutet jetzt, ohne dass wir irgendwie eine Basis wählen mussten, wir haben eine eindeutige Zuordnung zwischen unserem Vektorraum und dem Bidualraum. Das heißt aber, wir können auch einfach diesen Vektor V als diesen Bidualvektor interpretieren. Wir können sagen, okay, wir interpretieren unser V also einfach als eine solche lineare Abbildung vom Dualraum in die reellen Zahlen und lassen diese Schlange in Zukunft einfach weg. Wir interpretieren sie als genau das gleiche Objekt. Zum Beispiel bei unserer Bedingung hier, mit der wir vorhin unsere duale Basis definiert hatten, ej von ei soll gleich das Kronecker-Delta sein. An dieser Stelle könnten wir jetzt durch diese Interpretation einfach den Spieß umdrehen und sagen, okay, wir fassen das jetzt einfach auf als ei von ej, also genau umgekehrt. Wir sehen jetzt nicht mehr den dualen Vektor als Abbildung, die sich einen Vektor schnappt und in die reellen Zahlen abbildet, sondern wir sehen stattdessen unseren Vektor als eine Abbildung, die sich einen Dualvektor schnappt und in die reellen Zahlen abbildet. Aber das heißt, in dem Sinne sind jetzt unser Vektorraum V
und der Dualraum, also wirklich gleichberechtigt. Und dadurch ist der Name Dualraum auch tatsächlich gerechtfertigt. Und diese Gleichberechtigung des Vektorraums und seines Dualraums wird tatsächlich im Hinblick auf Tensoren noch ziemlich wichtig.